Blizzard arbeitet weiter an der Balance. Diesmal bekommen Jäger, Magier und Hexenmeister Buffs auf dem PTR. Und ich muss sagen, das Feld rückt immer näher und näher zusammen. Das wird anders wie in Phase 3. Es werden keine mehr irgendwo abgeschlagen hinten stehen wie Shadow Priest oder Balanced Reden, sondern das Feld rückt immer näher und näher zusammen. Das heißt, die Balance kommt langsam und ich bin echt gespannt auf die erste DPS-Liste. Fangen wir gleich an mit dem Magier. Und zwar Brain Freeze hat eine höhere Triggerchance jetzt. Das wurde erhöht auf 20%. Da es sehr viel Konkurrenz hat, diese Fähigkeit, oder besser gesagt diese Rune, und deshalb will Blizzard die verbessern und eine Option für Frostmagier einführen. Dann wurde die Rune Qualfeuerblitz gebufft, und zwar neben Arkan und Feuerschaden macht jetzt auch Frostschaden. Das heißt, die Rune profitiert von allen Talenten, die es sozusagen im Frostbaum gibt, also es wird verbessert, die Rune. Blizzard macht es deshalb, weil ja, die Rune so gut wie gar nicht benutzt wurde von den Spielern. Dann die letzte Änderung, und zwar Feuerschlag wird genervt in Verbindung mit der neuen Rune Überhitzen. Die Abklingzeit wird auf 15 Sekunden erhöht, aber es ist immer noch ein 100% Crit. Das bleibt nach wie vor bestehen. Aber die Rune Kampfessitze, was jetzt eine Kopfrune ist, hat wohl anscheinend so oft geprockt. Deswegen haben sie es ein bisschen genervt hier. Der Hexenmeister, und zwar Seelenentzug, bekommt einen Buff. Er bewirkt, dass Seelenentzug jetzt nicht alle drei, sondern jede Sekunde einen Schaden verursacht. Und Seelenentzug triggert jetzt Talent, ein Einbruch der Nacht, das ist das hier. Das heißt, sie bekommt einen Schattenblitz Freecast. Ja, nicht schlecht. Und die Rune Schattenflamme wurde neu designt, hat jetzt ein 2-Sekunden Cast und trifft jetzt nur noch Single Targets und profitiert jetzt von vielen Talenten und Modifikatoren, also von Immolate, Deflication und. Also schon ein Buff der Rune. Blizzard will hier, dass die Rune einfach öfters benutzt wird. Und die letzte Änderung betrifft die Backdraft Rune, und zwar verbraucht es nicht mehr den Schaden über Zeit Debuff von Immolate. Das wurde jetzt geändert, also das ist die Rune übrigens. Da haben sich einige Spieler beschwert und das haben sie jetzt geändert. Und der Jäger bekommt richtig heftige Buffs. Ihr könnt eure Fallen erstmalig in WoW Classic innerhalb des Kampfes benutzen. Also das ist wirklich eine legendäre Änderung. Und die Rune Schneller Tod bewirkt jetzt auch, dass Schnellfeuer die Nahkampfangriffsgeschwindigkeit auch erhöht. Also das ist auch eine krasse Neuerung, vor allem für Melee Hunter. Das wird sie auf jeden Fall wieder stärker machen. Falls ihr euch fragt, warum der Hunter Buffs bekommt, wenn wir uns die PTR anschauen, dann schneiden Hunter nicht so gut ab, zumindest Melee Hunter. Die sind ziemlich abgefallen vom Damage her, weil es einige Änderungen gab. Und deswegen werden jetzt hier aktuell gebufft, um wieder konkurrenzfähiger zu sein. Cobra Slayer hat auch einen Buff bekommen, und zwar Mungobis hat jetzt bei jedem Nahkampfangriff eine Chance von 5% aktiviert zu werden und eine Chance von 100%, wenn der Gegner ausweicht. Davor war das nur, wenn der Gegner ausweicht. Die Chance akkumuliert sich, wobei die Chance bei jedem nachfolgenden Angriff um 5% steigt und nicht zurückgesetzt wird. Mungobis verursacht außerdem zusätzlich Schaden in Höhe von 40% ihrer Angriffskraft. Also deutlicher Buff der Rune. Die nächste Rune, die gebufft wurde, ist Einsamer Wolf, und zwar der Schaden beträgt jetzt 40%, nicht mehr 30%, also 10% Damage mehr, wenn ihr kein Pet habt. Nicht schlecht. Und die Rune Cobra-Stöße kann jetzt durch kritische Treffer von Fähigkeiten wie Raptorstoß und Flügeldrachenstoß ausgelöst werden. Das heißt jetzt nicht mehr nur durch Schussfähigkeiten, sondern auch durch die zwei Fähigkeiten, also auch eine Verbesserung der Rune. Die nächste Rune, die verbessert wurde, ist Flügeldrachenstoß, und zwar die Abklingzeit wurde auf 8 Sekunden reduziert und der Schaden über Zeiteffekt wird nicht mehr als Stich, sondern als Blutungseffekt betrachtet. Und die Interaktion zwischen Chimärenschuss und Flügeldrachenstoß wurde entfernt. Und die Fähigkeit Zerlegen wurde komplett neu gestaltet, und zwar ihr macht jetzt 100% Waffenschaden. Das war davor nicht so. Ihr habt nur im Prinzip alle anderen getroffen mit 65% Waffenschaden, und ihr trifft jetzt so andere Ziele mit 65% und euer Hauptziel mit 100% Waffenschaden. Und Flankenangriff wurde auch abgeändert. Ihr bekommt jetzt nicht mehr 10% per Stack, sondern 5%, also ein kleiner Nerf, aber dafür triggert es Raptorschuss öfters von 20% auf 33% hoch. Tödlicher Schuss löst jetzt eine Abklingzeit von 15 Sekunden für die Fähigkeit aus, wenn ein Gegenstand mit dieser eingravierten Rune ausgerüstet ist. Die Hit and Run Rune verleiht dem Jäger jetzt 8 Sekunden lang 15% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, davor waren es 4 Sekunden, und die Aura des Volltreffers verleiht keine Nahkampfsangriffskraft mehr, sondern nur noch Fernangriffskraft. Die Nahkampfsangriffskraft, die durch die Aura des Volltreffers verliehen wurde, wird jetzt stattdessen durch Löwenherz verliehen. Also halt Aspekt des Löwens. Und jetzt am Ende die größte Änderung. Das ist der Text hier unten.
Also die Talente werden abgeändert und zwar, die beziehen sich jetzt auch auf Nahkampfangriffe und zwar einmal lässige Effizienz, tödliche Schüsse und todbringende Schüsse. Das heißt, ihr habt jetzt auch mit Nahkampfangriffen 5% mehr Crit und euer Schadensbonus für Crits auch für Nahkampfangriffe ist erhöht. Also das ist schon eine deutliche Verbesserung für den Melee Hunter. Mit diesen ganzen Buffs wird der Melee Hunter definitiv wieder besser ausschauen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und vor allem, es freut sich der Melee Hunter, dass er endlich mal Talente bekommt, weil es gibt im Prinzip drei Specs. Treffsicherheit, das bezieht sich ja alles auf Fernkampf, das ist Überleben, weil da gibt es viele Sachen, die keine Damage-Talente sind, die einem dann nicht wirklich weiterbringen. Und hier ist alles auf Pet ausgerichtet, von dem her, das ist ganz cool. Jetzt kann der Melee Hunter endlich mal, sage ich mal, was Cooles killen auch für sich, muss nicht Punkte unnötig in welche Talente vergeben, die keinen wirklichen Damage-Zuwachs geben. Ich danke euch fürs Zuschauen, schönes Wochenende, bis zum nächsten Video, spätestens bis Montag. Ciao.